Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. In der letzten Woche habe ich euch ein Video gezeigt, wie ich diese Tasche hier genäht habe. Eine recht einfache Tasche, ein Anfängerprojekt. Ich habe diese Stickerei einem Tuch entnommen. Solche Tücher hingen früher an den Innenseiten von Küchentüren. Darunter waren Haken und daran wurden Küchenschürzen und Geschirrtücher aufgehängt. Und nun habe ich noch einige Reste davon. Die möchte ich heute verwenden in einer ebenfalls einfachen Tasche. Es wird wieder ein Anfängerprojekt. Es wird aber heute eine Tasche mit hier oben einem Reißverschluss geben. In Ergänzung zu dem Material werde ich noch Stoffreste verwenden. Dieses und dieses. Und das Futter wird ein hellgrau gemusterter Möbelstoff. Und nun nehme ich euch mit auf meine Reise. Als erstes schneide ich meine Muster zu, und zwar in Quadraten, und zwar so, dass ich nicht die Flecken drauf habe. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Also das schneide ich hier so aus. Das hier hat hier auch einen Fleck und das hier hat einen Fleck. Ich habe nun meine Stickereien zugeschnitten, so groß, wie es eben möglich ist. In meinem Fall habe ich jetzt mich entschieden für ein Format von 18 x 18 cm plus 2 x 1¾ cm Nahtzugabe, also im Zuschnitt 19 x 19 cm. Jetzt habe ich ein paar Stücke, die sind kleiner, das heißt, da habe ich Viertel draus gemacht, also fertige Quadrate 9 x 9 cm im Zuschnitt 10,5 x 10,5 cm. Und eines ist ein längliches, also für 2 Quadrate geworden. Das ist dann 10,5 x 19,5 cm groß zugeschnitten. Dann habe ich, wie gesagt, das sind die kleinen Quadrate aus dem Rest des ehemaligen Tuches. Das sind die kleinen Quadrate aus einem Hosenbein, das in der Farbe passt. Dann habe ich noch große Quadrate aus dem Tuch, große Quadrate aus dem Hosenbein. Und dann von dem anderen hübschen Stoff auch kleine Quadrate und ein großes Quadrat. Und zwar ergibt das in der Summe nachher 12 Quadrate. Ebenfalls zugeschnitten habe ich mir Träger für die Tasche, 10 cm breit und 60 cm lang. Nun werde ich diese Quadrate anordnen in 2 Platten. Hier seht ihr nun, wie ich meine Stücke Stoff arrangiert habe. Es gibt Blöcke, die aus 4 kleinen zusammengesetzt sind und eben ganze. Das ist die eine Taschenplatte, zum Beispiel Vorderseite, und das ist die andere Taschenplatte, zum Beispiel Rückseite. In der letzten Woche habe ich eine Tischdecke zerschnippelt, da habe ich mir die Spitze abgetrennt. Die kann ich nun, wenn ich möchte, irgendwo nochmal aufsteppen. Also zum Beispiel hier, glaube ich, würde es mir gefallen. Ich kann aber auch 2 Quadrate zuerst zusammensetzen und dann über beide eine Spitze aufsteppen. Das entscheide ich dann kurzfristig, wenn ich die Teile zusammennähe. Ich beginne mit den kleinen Blöcken, indem ich rechts auf rechts 2 zusammenlege, diese Naht mit einem Geradstich steppe, dann die Nahtzugaben auseinanderbügle, diese beiden zusammensteppe und dann diese beiden an diese beiden zusammensteppe. Das mache ich mit all meinen kleinen Viererblöcken und diesem Dreierblock hier. Und danach mache ich es mit diesen beiden Blöcken, diesen beiden Blöcken und diesen beiden Blöcken und dann setze ich die 3 Reihen zusammen, sodass ich eine komplette Platte hier habe und das wird ebenfalls eine komplette Platte werden. Genäht wird mit einer Universalnadel Stärke 80, einem Universalgarn in passender Farbe und einem Geradstich ungefähr 2,5 mm Stichlänge. Grundsätzlich habe ich alle Nahtzugaben auseinandergebügelt, aber an Stellen, hier zum Beispiel, wo ich die Stickerei habe, und das ist zu dick, da legt sich das nicht um, da habe ich dann beide Nahtzugaben in eine Richtung gebügelt. Also man muss da ein bisschen flexibel sein, hier zum Beispiel geht die Stickerei in diese Naht und in diese Naht, da habe ich das nach oben gebügelt, und hier die Nahtzugabe wieder getrennt. Also man muss ein bisschen flexibel sein. Das ist nun meine eine Taschenseite.
Und das hier ist die andere. Ihr seht, ich habe hier Spitze noch aufgenäht. Und einmal hier habe ich sie, nachdem ich das zusammengesetzt habe, über beide drüber genäht. Nun schneide ich meine Futterstücke zu, und zwar zwei Stücke genauso groß wie diese. In meinem Fall sind das jetzt hier 36 cm plus 1,5 cm Nahtzugabe und in dieser Richtung 3 x 18 plus 1,5 cm Nahtzugabe. Was hier im Bild rumspaziert, ist meine Katze Salome. Ich habe zwei Träger genäht. Wie das genau geht, habe ich im letzten Video gezeigt. Und zwar ab Minute 5,54. Dann habe ich auf meine beiden Taschenteile eine ganz einfache Aufsetztasche aufgesetzt. Und zwar einmal eine längliche in die Mitte des Stoffes und von oben etwa 10 cm vom Rand. Und auf das zweite habe ich eine breite, nicht so hohe gemacht, ebenfalls 10 cm vom Rand. Das habe ich auch, wie man das näht, ganz genau erklärt im letzten Video, und zwar ab Minute 3,5. Nun werden die Futterteile mit dem Reißverschluss und dem Oberstoff zusammengesetzt. Das ist die obere Kante eines meiner Taschenplatten. Diese Naht hier ist die Mitte. Die lege ich mir jetzt hier auf die Linie dieser Schneidematte. Und dann nehme ich die rechte Seite meines Trägers, also hier ist die Naht, das ist die rechte Seite, die lege ich auf die rechte Seite meines Stoffes und ich orientiere mich jetzt einfach an meiner Schneidematte und stecke das hier fest. Damit es nicht verrutscht, mache ich hier unten noch einmal eine Nadel zur Sicherheit. Und lege den Träger jetzt so, ohne ihn zu verdrehen, hier dran und stecke ihn ebenfalls fest. Dann nehme ich meinen Reißverschluss. Mein Reißverschluss ist jetzt ein bisschen länger als mein Stoffteil, das macht aber nichts. Und lege ihn so, also mit der rechten Seite des Reißverschlusses auf die rechte Seite der Tasche. Und zwar so, dass diese Kante hier, wo der Schieber zu Ende ist, genau so weit vom Rand weg ist, wie meine Nahtzugabe breit ist. In meinem Fall ist das ein 3/4 cm. Das mache ich allerdings nach Augenmaß. Und stecke den Reißverschluss fest. Sehr vorsichtige Menschen würden jetzt diese Naht schon mal steppen. Wenn man gut steckt, braucht man das aber nicht. Dann kann man das alles in einem machen. Als nächstes kommt die rechte Seite des Futters auf die jetzt linke Seite des Reißverschlusses an den Kanten bündig und wird nun ebenfalls festgesteckt. Und dann wird das mit einem Geradstich hier einmal genäht. In der Regel braucht man dafür einen Reißverschlussfuß. Es sei denn, der Reißverschluss ist wirklich sehr breit, dann geht es auch mit dem normalen Nähfuß. Das müsst ihr ausprobieren. Ich habe das gesteppt und ich habe es ausgebügelt und jetzt sieht es so aus. Futterstoff, Reißverschluss, Außenstoff und die Träger sind hier dazwischen. So, jetzt mache ich auf der anderen Seite genau das Gleiche. Ich habe die zweite Seite genäht und so sieht das jetzt aus. Die beiden Außenstoffe, die Träger dazwischen, der Reißverschluss und auf der Rückseite die Futterstoffe. In meinem Fall ist mein Reißverschluss ein bisschen zu lang. Ich habe jetzt hier hinten, ich habe jetzt extra einen roten Faden genommen, damit ihr das im Video gut sehen könnt. Beim letzten Mal hat man es nämlich nicht gesehen. Hab das hier mit 3-4 Stichen drüber gestochen und dann verwahrt, damit mir das nicht aufgeht und auch von hinten her nicht aufgeht. Abschneiden werde ich den Reißverschluss jetzt nicht, denn er ist ja nur einen Zentimeter zu lang. Optimalerweise habt ihr einen Reißverschluss, der genau so breit ist wie eure Tasche.
So, nun wird die Tasche zugenäht. Und zwar nehme ich die beiden Außenstoffe zusammen und die beiden Futterstoffe zusammen. Dann sieht das so aus. Und nun muss man den Reißverschluss in der Mitte falten. Und zwar in Richtung, also dass die Zähnchen in Richtung Oberstoff schauen. Genau in der Mitte falten. Das geht natürlich nicht wirklich hier, deshalb wird das auch hier nachher nicht ganz so schön. Das ist aber normal und nicht anders möglich. Es sei denn, ihr habt wirklich einen Reißverschluss, der genauso lang ist, wie euer Taschenteil breit ist, sodass die Raupe hier am Ende der Naht aufhört. Dann ist das kein Problem. Und weil das so ist, geht das an der anderen Seite wunderbar. Hier kann ich den Schieber zurücknehmen, ein paar Zentimeter. Und dann kann ich das wunderbar flach aufeinander legen. Wie gesagt, am hinteren Ende geht das nicht. Und nun stecke ich das ringsum zusammen. So. Also das Futter, den Futterbeutel, hier die Naht herunter, unten den Boden, hier wieder hoch, hier zurück, über die Bodennaht und hier an der anderen Seite wieder hoch. So wieder hoch. Und das wird nun in einer Naht geschlossen, beginnend etwa hier und aufhörend etwa hier. Also etwa ein Drittel oder ein gutes Drittel der Bodennaht bleibt als Wendeöffnung offen. Ich habe das jetzt ringsum genäht. Also wie gesagt, hier ist es kein Problem am vorderen Ende des Reißverschlusses. Am hinteren Ende des Reißverschlusses habe ich ganz langsam Stich für Stich hier drüber genäht. Ich habe ja einen Spiralreißverschluss, da kann man das machen. Bei einem Metallreißverschluss dürft ihr das auf keinen Fall machen. Da müsst ihr die Naht hier beenden und dann hinter der Raupe wieder weiter nähen. Nun streiche ich die Naht mit den Fingern ein bisschen aus. Bügeln ist jetzt hier schwierig, weil man das nicht unter die unter das Bügeleisen bekommt. Aber wenn ich das so mit den Fingern ausstreiche, dann bringt das auch schon sehr viel. Das mache ich jetzt ringsum. So, ich habe das ausgestrichen und bei der Wendeöffnung habe ich die Nahtzugaben hier umgebügelt, dass ich eine harte Kante habe. Dann habe ich es nachher leichter beim Zunähen. Nun wird die Tasche über die Wendeöffnung gewendet. Jetzt kann ich die Wendeöffnung hier schließen, entweder von Hand mit unsichtbaren Matratzenstichen oder ich lege das unter die Nähmaschine und steppe es hier ganz knappkantig. Da das keine Wendetasche ist, werde ich das jetzt mit der Maschine nähen. Das geht bedeutend schneller. So sieht es aus. Ganz knapp, also wirklich einen Millimeter neben der Kante genäht. Und nun ist die Tasche fertig. Ich stecke jetzt einfach das Futter in die Tasche. Ich hole die Ecken hier unten schön raus. Das geht mit einer Stecknadel ganz gut. Und das ist meine fertige Tasche. Die eine Seite und die andere Seite, die Träger und oben der Reißverschluss. Wie gesagt, vorne sieht es meistens sehr ordentlich aus und hinten ist es immer ein bisschen
schräg, weil sich der Reißverschluss nicht falten lässt. Es gibt andere Methoden, wie man das nähen kann. Das zeige ich euch dann wieder in einem anderen Video. So, hier seht ihr meine beiden fertigen Taschen. Ich habe sie mal aufgehängt, oben bündig. Ich möchte euch zeigen, warum ich die Träger dieser Tasche ein bisschen kürzer gemacht habe als dieser. Wenn ihr vorstellt, das hier ist die Schulter, dann hängt diese Tasche, wenn ich die Träger genauso lang gemacht hätte, hier einfach zu tief. Das würde bis zum Knie gehen. Deshalb habe ich diese Träger ein bisschen kürzer gemacht. Die haben 60 cm Länge, die hier haben 70 cm Länge. Was ich euch auch zeigen möchte noch, ist das Seitenverhältnis. Diese Tasche hat ein Seitenverhältnis von 3 Teilen zu 4 Teilen. Das ist etwa DIN A4 und das ist ein sehr schönes Format. Diese Tasche hier hat ein Seitenverhältnis von 2 Teilen, ich habe hier 2 Quadrate, zu 3 Teilen in der Höhe, hier habe ich 3 Quadrate. Und dieses Seitenverhältnis empfinden wir als nicht so schön. Ich habe das nur deshalb so gemacht, weil meine Stoffe, meine Stickereien das eben so vorgegeben haben und ich wollte jetzt hier unten kein halbes Quadrat machen. Hier nochmal die beiden Taschen. Die eine ohne Reißverschluss und die andere mit Reißverschluss. Beide gefüttert. Die hier mit 2 Innentaschen. Und das ist die andere Seite. Jetzt kann ich also wirklich einkaufen gehen und kann Omas alte Stickerei noch ein bisschen ausführen. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und das Video inspiriert euch. Katze Salome. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Für mehr Videos dieser Art lasst ihr gerne ein Abo da. Und ich verbleibe jetzt. Bis zum nächsten Mal. Eure Angelika. Tschüss!